Es ist gut 2 Monate her. Da wurde im Golfclub Starnberg ein neues Team gegründet, und zwar das München TV Talent Team oder die Talentgruppe. Mittlerweile trainieren die 6 Nachwuchsgolfer emsig, bereiten sich sogar vor auf das erste Turnier. Und wir haben mal beim Training vorbeigeschaut, gucken, was gibt es für Fortschritte, was gibt es für Sorgen, für Probleme, wie schaut es mit der Ausrüstung aus und mit welchen Ambitionen starten Sie denn dann in das kommende Turnier? Merkst du, es steigt einfach so das Niveau, die Anforderungen wären härter, schwieriger, wie ist es? Ja, also schon, man muss sich schon immer mehr konzentrieren und es ist halt auch dann doof, wenn der Ball öfter daneben geht. Da geht dann die Konzentration eigentlich schon fast ans Ende und ja, also die Nerven auch. Erste Übung ist hier schon nebenbei aufgebaut. Wir schauen erstmal, aus welcher Distanz wir eine recht hohe Quote haben, den Ball einzulochen. Und dann versuchen wir im nächsten Schritt, den Ball aus einer weiteren Entfernung auch noch zu putten, vergleichbar mit Minigolf, und in diese Zone reinzukommen. Dass wir mit recht wenig Schlägen recht sicher ins Loch kommen. Ja, also umso weiter man vom Loch entfernt ist, umso schwieriger wird es ja auch. Und ja, also ich finde schon, dass es ein bisschen schwieriger wird. Ja, das wird, man muss sich immer mehr konzentrieren. Es wird auch, ich finde, dass es schwerer wird. Wenn die beiden Sachen übereinstimmen, geht wieder rein. Ein langer Pass muss nicht reingehen. Ja, es wird schon etwas schwieriger. Wir müssen schwierigere Sachen machen als sonst. Und ich finde es aber eigentlich ganz in Ordnung. Es ist schon ein bisschen schwerer geworden, aber wir sind halt natürlich auch besser geworden. Also ist es eigentlich gleich geblieben. Es macht halt immer noch Spaß. Ihr habt so ein Golfbag bekommen mit Schlägern drin. Wie ist das so, so ein Ding zu kriegen? Also das Gefühl ist schon wirklich cool. Also man fühlt sich jetzt auch schon wirklich wie ein richtiger Golfer oder Golferin. Und ja, es ist schon cool. Man kann dann immer so mit dem Golfbag schon alleine auch kommen. Und es ist ein schönes Gefühl. Wir beide wussten es früher schon als die. Weil in den Ferien waren wir da und die halt nicht, und deswegen haben wir es dann schon mitbekommen. Auf jeden Fall, ich finde es ganz cool, dass wir jetzt auch ein eigenes haben und dass wir jetzt nicht immer Sachen, also Schläger ausgeliehen bekommen. Genau, Ziel ist es ja am Ende von diesem Kurs, nenne ich mal, dass jedes Kind eine Platzreife hat. Also eine Spielgenehmigung ist wie sowas wie ein Führerschein für den Golfplatz. Und dafür braucht man langfristig natürlich eigenes Besteck, eigene Golfschläger. Da haben wir Kollegen in Schottland von Golfin, die haben uns das zur Verfügung gestellt für den Kurs. Genau, dann hat man seine Golftasche, ist eine ganz normale Tragetasche mit 2 Gurten, also anzuziehen wie einen ganz normalen Schulrucksack. Einige Verstaumöglichkeiten, und dann haben wir hier unsere 4-5 Schläger. Der Putter ist aktuell schon im Einsatz, und dann gibt es verschiedene Schläger, die sich ein wenig in der Schaftlänge unterscheiden und in der Neigung der Schlagfläche. Da sieht man zum Beispiel, wenn ich jetzt einen sehr gebogenen Schläger nehme, die sind dann alle nummeriert mit verschiedenen Zahlen, mit Neigungswinkeln, dass der Neigungswinkel der Schlagflächen anderer ist, wie sehr die gebogen ist. Genau, dann gibt es einmal diese Eisen, dann gibt es einen ganz anderen Bereich, die Putter, die Minigolfschläger, und einmal die ganz langen, die natürlich laut sind, Spaß machen und knallen, unsere Hölzer, den Driver. Da ist der Schläger noch länger, die Schlagfläche noch größer, Neigungswinkel fast nicht mehr vorhanden. Und damit kann man dann besonders weit schlagen. Und genau, diese wurden uns letzte Woche gestiftet, gespendet zum Spielen. Hoffentlich halten die. Also ich finde, das ist sehr schön, weil
Ich finde es einfach richtig geil, dass wir endlich ein eigenes Golfbag haben, aber wir wissen leider noch nicht, ob wir es behalten dürfen oder nicht. Und ich finde es jetzt einfach schön, weil ich jetzt jederzeit hierher kommen kann mit einer Ausrüstung und selber spielen kann, ohne Training oder ohne Training zu haben. Das Erste, was ich also gespürt habe, einfach, es war einfach toll, dass wir dann auf einmal so einen Golfset gestellt bekommen haben. Ja, also ich fand es wirklich sehr, sehr toll, dass wir sowas bekommen haben. Der Simon hat es halt zwar schon angekündigt und deswegen habe ich mich schon gefreut darauf. Und ich wusste ja, dass ich es bekomme, aber dann, als ich es wirklich gehabt habe, habe ich sofort alles ausprobiert und ich fand es schon richtig cool. Und ja, ich habe dann gleich mit Freunden damit rumgemacht und ja, ich fand es cool, das Golfset zu kriegen. Ist das eher so ein Wetter, wo du sagst, da macht es dann nicht so den Spaß, da leidet die Laune? Ich finde nicht. Ich finde, es ist bei Golf eigentlich egal, ob schönes Wetter oder schlechtes Wetter. Ich finde eigentlich beides gleich. Also alleine golfen finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Mit Freunden golfen macht ein bisschen mehr Spaß. Bei mir ist es eigentlich immer gleich mit dem Golfen. Mir ist es eigentlich egal, welches Wetter ist. Ja, also ich finde es eigentlich nicht schlimm. Naja, man wird halt eben ein bisschen nass, aber also ein bisschen feucht. Aber sonst, bei mir ist es eigentlich immer gleich mit der Golflaune. Habt ihr so einen Punkt, wo ihr sagt, Golf ist doch irgendwie ein Schönwettersport oder ist dann wurscht? Also es muss auch bei Regen gespielt werden? Für einige bestimmt, dass man sagt, ich spiele alle 2-3 Wochen, dann aber nur mit einem Golfkart und auch nur bei schönem Wetter. Wer es aber sehr engagiert und sportlich angeht, der steht hier bei Wind und Wetter, bei Schnee und Regen. Das ist wie mit allen anderen Sachen im Leben, vor allem in der Schule vergleichbar. Nur über die Wiederholung, nur über Training wird man sich stets verbessern. Ja, aber mir macht es irgendwie immer nicht so was aus, weil ich finde es eigentlich auch besser, als wenn es so heiß ist. Für Sport ist es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe mich schon die ganze Woche auf Golfen gefreut und ja, ist jetzt eigentlich egal, welches Wetter es ist. Also ja, mir macht es nichts aus. Regen ist ja immer für mich schlechte Laune und Müdigkeit, weil es dunkel ist. Der 7. steht an, ein Turnier hier im Club. So wird so die erste, vielleicht kleine Bewährungsprobe für sozusagen diese Gruppe und wie wird es ablaufen? Genau, absolut. Das ist eine Art Bring Your Friends Turnier. Das heißt, wir haben immer einen aktiven Mannschaftsspieler mit einem noch etwa Neugolfer, der noch nicht so lange im Geschehen ist. Die beiden spielen im Team. Dann wird der Ball ganz normal gespielt. Ich denke, in dem Modus, soweit ich weiß, abwechselnd. Genau, einfach nur, damit man mal das von einer anderen Perspektive sieht. Wie kann es laufen in ein, zwei Jahren, wenn man am Ball bleibt? Was gibt es für Golfregeln, die man auf dem Platz denn realistischerweise beachtet? Wie bewege ich mich zum Ball hin? In welchem Tempo geht der Mitspieler vor? Da muss man auch nebenbei die Ergebnisse aufschreiben, wie beim Minigolf auch. Wie viele Schläge habe ich gebraucht? Dass es alles parallel passiert, ohne dass man stehen bleibt, Zeit verschwendet. Dass man da wirklich so einen ersten Schritt schafft in so geht's bald weiter, wenn ihr am Ball bleibt.